Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Weiter geht's in eine neue Runde. Oder auf geht's. Wie auch immer. Jetzt geht's erstmal, wie in der letzten Folge, nachdem wir die ganzen Aussichtspunkte gesammelt haben. Aua. Geht's erstmal zu Lorenzo. Zu Leonardo, nicht Lorenzo. Wie komme ich zu Lorenzo? Oder beziehungsweise erstmal zu den beiden Federn, die ich jetzt hier gefunden habe. Yeah. Erst kommen die Federn, dann gehen wir zu Leonardo. Ich weiß, ich komme in der Story gerade nicht unbedingt weiter. Aber es gibt einfach immer so viel in den Spielen zu entdecken, das ist einfach Trauma. Das habe ich in keinem anderen Spiel, dass ich so viele Sachen entdecken kann wie in Assassin's Creed. Vor allem, weil es ja nicht nur einen Teil gibt. Ich freue mich einfach immer wieder darauf, einen neuen Teil zu spielen und die ganzen neuen Dinge wieder neu zu entdecken. Auch in diesem Spiel, ich weiß, schon ein bisschen älter ist. So ein bisschen minimal älter. Ich weiß gar nicht, wie alt das Idiot ist. Müsste ich auch erst nachschauen, damit ich es weiß. Wir waren schon ein bisschen älter. Ich möchte halt auch einmal irgendwann mal alles richtig durchgespielt haben. Erstens, zweitens, in einem Let's Play gehört für mich zumindest alles zu zeigen, was man in dem Spiel zeigen kann. Und da ich ein Achievement und Loot Hunter bin, musste ich sowieso alles machen. Also ich werde mir auch später, und wenn es vielleicht sogar damit sein wird, dass ich eine halbe Stunde so suche und dann eine andere halbe Stunde irgendwie oder Stunde per Google mich da durchkämpfe. Die Federn will ich auch alle gesammelt haben nachher. Also, das finde ich halt für mich persönlich so, muss ich schaffen, will ich schaffen. Aber ich warten erstmal ab. Was bist du, Feiner? 1503, was? Also der ist schon weg, das wäre das Schlimmste von allen gewesen. So, zwei. Und komm her. Nix da, Alter. Ich wehr mich doch gerade gegen dich, du Arschloch, Mann. Ah, nehm ich halt mein Schwert, ist mir auch egal. Ihr macht euch mit mir einen großen Feind, Leute, merkt euch das. Und dann werde ich mich mal ein bisschen unbekannter machen hier. Ach, wenn das schon alles so gut losgeht hier, zack. Warum die? Das ist doch gar nichts passiert, Mann. Was ist das für ein Vogel? Ich hab doch gar nichts. Der lebt doch noch. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel. Warum hat er 300 Säbel gekauft? Warum für der feinsten? Das ist doch voll die Verschwendung für die Leute, die dann sterben, dann liegen sie irgendwo auf dem Boden. Also. So, Leonardo. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ich muss nur diesen Buchstaben ersetzen, das hier rüber bewegen. Und das war's. Also, mehr macht das nicht. Ich bin jetzt gerade echt enttäuscht. Ich dachte, man kriegt neue Fähigkeiten, also wenn man das dann irgendwie hochstuft. So dachte ich das zumindest, so wenn ich jetzt die Codex-Seiten finde, so yeah, cool, da neue Fähigkeiten kriegen. Aber die gibt es nicht, das ist echt hart. Ich armer Mensch. Ich wurde voll verarscht von meinem eigenen Glauben. Da sieht man, Glauben ist böse. Wissen ist Macht. So. Gut, egal. Haben wir das auch geschafft? Und dann werde ich mal. Ah, Kurva, was macht der denn jetzt hier schwer? Dann werde ich jetzt mal dann zu unserer nächsten Aufgabe gehen. Oder. Naja, eigentlich schon. Ach, geh weg. So, wir gehen jetzt erstmal zur neuen Aufgabe. Der interessiert mich nicht. Ach komm, geh weg. Wir wollen jetzt die nächste Aufgabe mit La Volpe bestreiten. Am Abendhimmel. So,
Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Weil irgendwo am Boden wird man ihn nicht treffen. Wer muss aufgehalten werden? Ich helfe euch. Also ich helfe euch, andere Leute aufzuhalten. Da wäre ich fast wieder runtergefallen, ne? Heide Witzka. Heftige Sache. So. Geschafft. Hier ist noch ein Schatz, den nehmen wir mit, wenn wir schon mal hier sind. Zupf. Und dann den da. So. Und ja, ich habe auch gemerkt, ich sage sehr oft so. Oder so. Oder wie auch immer. Einfach weil. Es hat sich bei mir so eingebürgert, dieses Wort voll oft zu sagen. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Feder. Nee, das war nur der Typ, okay. Reden. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Er fordert uns zu einem Rennen zur zu Santa Maria Novella auf. Wir sehen uns dort. Mehr wird man dazu nicht sagen können. Wir sehen uns dort. Let's go. Folgen wir ihm. Ach Gottchen, jetzt denkt er hier, wir können hier nichts hören. Checkpoint erreicht. Und da hoch. Und da ist er. La Volpe. In Geschichtsbüchern finden sich fast keine Hinweise auf La Volpe, den Fuchs. Der Name ist offensichtlich ein Pseudonym, doch für wen bleibt ein Rätsel? Die wenigen Informationen, die es gibt, scheinen nahezu mythenhaft zu sein. Es wird berichtet, dass La Volpe die päpstliche Kutsche ausgeraubt haben soll, ohne dass einer seiner Wächter etwas davon bemerkt hat. Selbst der Papst nicht, der in der Kutsche saß. In einer Nacht im Jahre 1467 wurde er auf den Dächern des Palazzo della Signoria, des Palazzo Medici sowie Santa Croce gesichtet und zwar zur selben Zeit. Manche behaupten, er sei unsterblich und altere nicht. Andere wiederum meinen, dass seine violetten Augen durch Gebäude hindurchsehen können und so den Hausrat im Inneren überprüfen. Aha, interessant. Gut zu wissen, sowas. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Er rennt vor und sagt, ich soll mithalten. Keine Sorge, ich werde schon mithalten. Ich komme schon noch da. So, wo muss ich denn lang dann? Gehen wir hier rüber. Darüber. Oh, cool war. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich den späteren Teile später nachher mache. Weil da ist die Steuerung ein bisschen flüssiger als bei dem Spiel hier noch. So, da müssen wir hin. Geschafft. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Volpe. Viel Glück. Wir sehen uns dort. Geschafft. Und wir gehen in die Katakomben. Und sie öffnet sich. Und auf Wiedersehen. Ich mag Ladebildschirme nicht. Ich lade Magebildschirme nicht, genau. So. Novellas Geheimnis. In den Katakomben von Santa Maria Novella eindringen und das Templertreffen erreichen. Das werden wir tun. Naja, Stadt ist gesucht. Ach, das ist sowas hier. Das hier sieht schon mal ganz interessant aus. Klack.
Ist ein bisschen Rätsel-like wieder. Ich meine, Rätsel machen wir in dem Spiel noch nicht genug. Da können wir noch ein bisschen was. Ein bisschen was geht immer. So. Das sieht schon echt cool aus hier unten. An dieser Stelle kann ich mich noch gerade so erinnern. Ich hatte eine Menge Probleme, wo ich das eine Mal so durchgespielt habe. Da habe ich mich sehr doof angestellt. Aber na gut. Und rüber und darüber. Darüber, 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 darüber. So. So. Ja. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich mich doof angestellt habe, aber ich habe es irgendwo. Einmal da durch und darüber und dann gehen wir da weiter. Drücken und benutzen. Zack. Aha, da wollen wir so runter. Verdammt, nicht so. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, aber na gut. Nehmen wir die Medizin. Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Lass doch die Tore auf. Vor allem, dass die Tore einfach zugehen, wenn sie durchgehen, weißt du, also... Gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Und gehen hier rüber. Nee. Und zack! Attentat! Begangen! Aber hier müssen wir nicht lang, wir müssen hier hoch. Anscheinend. Und das Attentat haben wir auch begangen, wunderbar! So, will ich das sehen. Läuft besser als geplant. Und dann einmal den Schalter betätigen. Oder den Hebel betätigen. Den riesigen Hebel, wie auch immer. Sü. Plapp. Was passiert jetzt? Ach, wir können noch höher laufen. Uiuiuiui. Wir müssen den Hebel betätigen. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Aber erstmal nehme ich hier die Kiste mit, die da unten liegt. Geheime Bereich entdeckt. Ah. So. Dann mussten wir hier hoch. Diese geheimnisvolle Musik. Oh mein Gott. So. Was ist denn hier? Eine Tür, die zu nichts führt. Okay. Auch gut. Muss nicht alles mal einen Sinn haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er es schafft, aber okay. Gut. Checkpoint erreicht. Ach Gottchen. Die Tür ist auf. Wir haben es geschafft. Merda. Die Tür. Pass auf. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichter Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Ach, das ist das, ja. Stimmt ja. Komme ich auch runter? Wahrscheinlich nicht eher, ne? Ich könnte versuchen, mich hier festzuhalten. What the fuck? Egal, komm, wir kämpfen. Ihn zur Piazza schaffen. Das Feuer wird erst in einer Stunde. Das waren ja zwei. Wo ist der dritte? Der müsste hier drinnen sein. Auf ihn! Zack.
Hier war er mal. Was denn hier? Was ist denn hier Schönes? Nichts. Okay. Saverio! Ich komme mit mehr Wachen zurück! Es gibt kein Saverio mehr. Den fliehenden Templer töten. Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Nix, du bist entkommen. Jetzt geht es erst richtig los hier. Er wird mich nicht kriegen. Sagst du jetzt. Und ich werde dich kriegen, das glaub mal. Du eine Arsch, ey. Okay, geh ich halt da lang. Hiha. Zu einem Penner, der macht hier alles kaputt. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Es gibt keinen Ausweg für dich. Ich bin schneller. Sagst du. Aber ich bin noch nicht weg. So musst du das sehen. Es war klar, dass ich das nicht lerne. Das war das. Dass er das zumacht, das war so richtig klar. Und ich kenne das nicht auswendig, also nicht falsch denken, ne? Schneller! Ich krieg dich! Lass mich doch! Ich krieg dich! Wir werden angegriffen! Wachen! Jetzt hab ich ihn! Pünktlich vor den Wachen. Dann stalken wir mal eine Runde. Die Tür öffnen. Wo kommen wir jetzt da hin? Templer treffen, belauschen. Et benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et mania semper. Grazie, Padre. Bernardo. Alles da. Schwert, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Sie, wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Genau. Nein, danke, ehrlich nicht. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Ein Assassinengrab. Das ist cool, das gefällt mir. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Schön, schön. Dann heißt, ich kann jetzt mehrere Orte finden, wo es Assassinengräber gibt. Finde ich gut. Und dann einmal das Große. Zack. Eine Platte. Und die Gesteinstür natürlich auch noch. Habe ich jetzt alles hier? Sieht so aus, ja. Gut. Dann kann ich zurück nach Florenz gehen.
Mann, waren wir schon wieder produktiv heute. U-Play-Aktion beendet. Feindanalyse Verfolger. Bei Verfolgern kann das Untertauchen nützlich sein. Ah, bla. Auf jeden Fall haben wir schon wieder eine ganze Menge geschafft in den letzten 4 Folgen. Aussichtspunkte, Codex-Seiten. Ein paar Schätze, 3 Aufgaben im Endeffekt. Innerhalb von über einer Stunde, das ist schon echt hart, aber wir haben dafür ganz viel geschafft. Die ganze Karte ist aufgedeckt. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. So, damit haben wir heute geschafft, einen Assassinengrab zu finden. Und ich sehe auf der Karte noch ein paar mehr. Anscheinend ist hier noch eins. Genau, hier ist nämlich noch eins. Dieses werden wir dann in der nächsten Folge dann auch machen. Allerdings ist für heute jetzt erstmal Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.